jetzt sind wir angekommen beim Antrag der Unionsfraktion, den ich Ihnen eben schon geschildert habe. Erster Rednerin wird sein Andrea Lindholz, stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion. Und wie gesagt, es geht um den Umgang mit Klimaprotestlern, die Straßen blockieren und in Museen eindringen und Gemälde bewerfen mit beispielsweise Kartoffelbrei oder Tomatensaft. Die Bundestagsvizepräsidentin ermahnt nochmal, jetzt doch hier langsam im Plenarsaal zur Ruhe zu kommen. Das ist ja auch eine Frage des Respekts gegenüber den Rednerinnen und Rednern hier im Plenum. Abstimmung muss auch sein, aber das kann man eigentlich alles in allem durchaus koordiniert hinbekommen. Jetzt Andrea Lindholz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ende August klebten sich zwei sogenannte Klimaaktivisten in Dresden an Raphaels Sixtinische Madonna aus dem Jahr 1512. Mitte Oktober bewarfen eine Frau und ein Mann in Potsdam das Gemälde Getreideschober von Claude Monet aus dem Jahr 1890 mit Kartoffelbrei. Am 31. Oktober standen in Berlin wieder einmal Rettungskräfte der Feuerwehr im Stau, weil sich Mitglieder einer Protestgruppe auf der Stadtautobahn festgeklebt hatten. Die Rettungskräfte waren auf dem Weg zu einer Radfahrerin, die nach einem Unfall in Lebensgefahr schwebte und einige Tage später leider verstarb. Unser Mitgefühl gilt an dieser Stelle den Angehörigen der 44-Jährigen, insbesondere ihrer Zwillingsschwester. Wir wissen nicht, ob das Leben der Radlerin hätte gerettet werden können. Aber laut dem Bericht der Berliner Feuerwehr wäre zumindest eine patientenschonende Rettung möglich gewesen. Das sind nur einige Beispiele für den immer radikaleren Protest von Teilen der Klimaschutzbewegung in den vergangenen Wochen und Monaten. Und ich will es gleich zu Beginn in aller Klarheit sagen. Das ist kein politischer Aktivismus mehr, das sind Straftaten. Gezielt wird unser nationales Kulturgut angegriffen und beschädigt. Gezielt kleben sich Menschen auf Autobahnen und an Verkehrsknotenpunkten auf der Straße fest, weil sie mit einer möglichst langanhaltenden Blockade von möglichst vielen Menschen möglichst viel Aufmerksamkeit erreichen wollen. Das hat nichts mehr mit den einfachen Sitzblockaden auf den Zufahrtsstraßen nach Wackersdorf oder Gorleben zu tun. Hier werden im Stau stehende Bürgerinnen und Bürger instrumentalisiert. Zum Teil wird Leib und Leben gefährdet oder, wie in diesem Fall, eine Nichtrettung billigend in Kauf genommen. Seit Februar wurden durch die Blockaden allein hier in Berlin 18 Rettungsfahrzeuge im Einsatz behindert. Und ich hoffe, wir sind uns hier alle einig. Das ist nicht akzeptabel. Und um es gerade in dieser Woche, in der in Ägypten die UN-Klimakonferenz stattfindet, auch ganz klar zu sagen, der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen ist eine zentrale Aufgabe unserer Zeit. Vielleicht ist sie sogar die zentrale Aufgabe. Und es ist vollkommen in Ordnung, für eine andere Politik zu protestieren. Demonstrationen, sie sind wichtig in unserer Demokratie. Sie sind ein wichtiges Instrument der politischen Willensbildung. Viele von uns haben selbst schon an einer Demonstration teilgenommen. Das Demonstrationsrecht ist von unserer Verfassung garantiert. Aber es ist doch ganz klar, weder der Klimaschutz noch das Demonstrationsrecht rechtfertigen Straftaten, rechtfertigen zunehmende Radikalisierung, rechtfertigen die Gefährdung von Menschen durch Straßenblockaden, die Behinderung von Rettungskräften und die gezielte Beschädigung historischer Kunstwerke. Hier werden rote Linien überschritten. Und unser Rechtsstaat, er hat hierauf bislang keine ausreichenden Antworten gefunden. Es wurden vor allem Geldstrafen verhängt. Aber mit Geldstrafen werden wir diese zunehmende Radikalisierung in diesem Bereich nicht aufhalten. Täter müssen den Unwert ihrer Taten nicht nur finanziell, sondern auch durch den möglichen Freiheitsentzug spüren.
und aus Sicht der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sollen daher Straßenblockierer, die die Durchfahrt von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften behindern oder billigend in Kauf nehmen, künftig statt einer Geldstrafe auch eine Mindestfreiheitsstrafe drohen. Und zu diesem Zweck wollen wir den Strafrahmen bei einem besonders schweren Fall der Nötigung und bei einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf Freiheitsstrafe zwischen mindestens 3 Monaten und 5 Jahren anheben. Und auch für die Beschädigung und Zerstörung von bedeutenden Kulturgütern soll in Zukunft eine Mindestfreiheitsstrafe von 3 Monaten statt wie bisher nur eine Geldstrafe gelten. Das ist ein Zeichen, dass das Parlament der Gesetzgeber setzen kann. Und wir sind dafür, hier auch ein Zeichen zu setzen. Ich möchte aber zum Schluss meine Rede mit einem Appell an gerade die Menschen beenden, die diese inakzeptablen Straftaten in Museen und auf der Straße vornehmen. Und auch an die Menschen, die mit denen, die sich radikalisieren, mitlaufen, sei es wissentlich oder unwissentlich. Klimaschutz ist wichtig, aber er rechtfertigt keine Straftaten. Deswegen sage ich, nutzen Sie bitte die Instrumente der Demokratie. Zerstören Sie nicht unser Kulturgut. Gefährden Sie nicht Leib und Leben anderer Menschen. Blockieren Sie keine Rettungskräfte und Rettungsfahrzeuge. Denn am Ende erreicht man mit solchen Straftaten nur eines. Man schadet dem wichtigen Ziel des Klimaschutzes selbst. Und Klimaschutz muss im Vorrang stehen und keine inakzeptablen Straftaten. Und deshalb bitte ich auch, unserem Antrag zuzustimmen, um ein Zeichen zu setzen. Sagt Andrea Lindholz, die stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, die eben diesen Antrag, den sie gerade begründet hat, hier eingebracht hat. Nächste Rednerin wird Sonja Eichwede sein. Sie ist rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen. Die Bewältigung der Klimakrise ist eine der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben unserer Zeit. Und aus diesem Grund nimmt sie in politischen Debatten und auch in politischen Entscheidungen der letzten Jahre sehr, sehr großen Raum ein. Das erklärte Ziel der Aktivistinnen der letzten Generation aber ist die Erzeugung von Aufmerksamkeit und die Störung. Dies hat nichts mit Klimaschutz zu tun. Hier muss unser Rechtsstaat mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln konsequent handeln. Es gibt viele Wege, sich in der Demokratie und an der politischen Meinungsbildung zu beteiligen. Die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Begehung von Straftaten ist selbstverständlich kein legitimes Prozessmittel. Das hat hier auch keiner im Hause angezweifelt. Ein Fernziel wie der Klimaschutz rechtfertigt sich nicht durch ein konkretes Zahlziel der Störung des Straßenverkehrs oder eben der Sachbeschädigung. Das vorweggenommen. Aber kommen wir zum vorliegenden Antrag der Unionsfraktion, zu dem ich auch als ehemalige Strafrichterin einige wichtige Punkte sagen muss. Denn dieser zeugt von einem populistischen Ruf nach strafrechtlichen Verschärfungen, der weder den Ermittlungsbehörden hilft noch weitere Straftaten verhindern könnte. Er zeugt lediglich von rechtlicher und ebenso auch von tatsächlicher Unkenntnis. Und viel schlimmer noch, er vermittelt den Eindruck, dass unser Rechtsstaat nicht handlungsfähig wäre. Das ist falsch und es ist ebenso fahrlässig. Unser Straftat bietet zahlreiche Möglichkeiten, konsequent durchzugreifen. Einige Tatbestände sprechen Sie in Ihrem Antrag auch an. In Betracht kommt die Nötigung mit einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren oder mit Geldstrafe, der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr mit einer Strafandrohung von einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe und die gemeinschädliche Sachbeschädigung ebenso mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe. Also Freiheitsstrafen sind hier doch möglich.
möglich, wenn sie Tat und Schuld angemessen sind. Und gerade bei Straßenblockierern ist seit langem höchstrichterlich entschieden, dass durch die Verursachung eines Staus aufgrund von physischer und psychischen Straßenblockaden, die dadurch entstehen, der Tatbestand der Nötigung einschlägig ist und dass die Beschmutzung von Gegenständen, die das Erscheinungsbild erheblich verändern, eine gemeinschädliche Sachbeschädigung sind. Diese Tatbestände sind anwendbar. Hier wird auch zu ermittelt und hier lagen auch schon einige Urteile aus den beschriebenen Taten vor. Das heißt, der Rechtsstaat handelt. Zu einem weiteren Punkt Ihres Antrags, Bestimmung des Strafmaßes und die Frage der Aussetzung der Bewährung, ist auch hier schon die Handlung gegeben, die wir haben. Denn das erheblich rücksichtslose Vorgehen der letzten Generation, zum Beispiel ebenso wie in anderen Fällen gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern, wird strafschärfend bereits jetzt berücksichtigt. Ebenso ist die Begehung einer Straftat unterlaufender Bewährung eines der wichtigsten Entscheidungskriterien gegen eine weitere laufende Bewährung. Auch ich musste als Strafrichterin solche Entscheidungen treffen. Aber die Strafrichterinnen und Strafrichter können doch am besten gucken, ob noch eine positive Sozialprognose vorliegt oder nicht. Das ist nicht Sache der Politik. Dies ist durch die erkennenden Richter zu beurteilen. Ich fasse zusammen, der vorliegende Antrag aber zeugt von einem mir unerklärlichen und gar respektlosen Misstrauen gegenüber unserer Justiz und gegenüber der Fähigkeit unserer Richterinnen und Richter, Tat- und schuldangemessene Entscheidungen zu treffen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion, dieses Misstrauen hätte ich gerade von Ihnen nicht erwartet. Aber aus welchem Grunde wollen Sie denn sonst nur die Mindeststrafen entsprechend hochsetzen? Abgesehen davon ist schon lange wissenschaftlich belegt, dass härtere Straftaten nicht abstrecken. Und außerdem zwingt es mich, bei Ihrem Antrag auch zu betonen, dass besonders harte Strafen in einem Rechtsstaat nicht gegen einen einzelnen Täter verhängt werden können, um quasi weitere potenzielle Täter abzuschrecken. Exempel zu statuieren ist kein Merkmal eines rechtsstaatlichen Systems, sondern ein Merkmal von autoritären Regimen. Und so eins haben wir gerade nicht. Mithin ist die angebliche Stärkung unseres Rechtsstaats in Wahrheit eine Schwächung Ihres Rechtsstaats. Ich bitte Sie, dieses entsprechend zu überdenken. Die Höhe einer Strafe bestimmt sich nach der Tat und der Schuld des Täters im konkreten Einzelfall. Die Unterstellung, dass entsprechende Taten nicht hart genug verfolgt werden, ist anmaßend. Die Politik hat sich eben aus solchen Entscheidungen rauszuhalten. Gerade der strafzuständige Richter soll sich einen sachgerechten Eindruck von dem Angeklagten verschaffen und hinsichtlich einer positiven oder negativen Sozialprognose entscheiden und auch über die Bewährung entscheiden. Aber sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion, verdutzt hat mich in Ihrem Antrag noch ein weiterer Punkt. Denn die Forderung der Erhöhung der Mindeststrafe auf 3 Monate Freiheitsstrafe ist doch auch quasi in rechtlichen Termini gesprochen ein untauglicher Versuch. In der Praxis würde diese Strafschärfung keine Wirkung zeigen und auch wohl nicht zu mehr Freiheitsstrafen führen. Denn § 47 StGB sagt doch richtigerweise, dass Freiheitsstrafen unter 6 Monaten nur in unerlässlichen Ausnahmefällen zu verhängen sind. Und diese Ausnahmebefälle bestimmen sich nach der konkreten Tat und Persönlichkeit des Täters und gerade nicht nach ganzen Fallgruppen. Mithin würde nach § 47 Absatz 2 StGB die Mindeststrafe von 3 Monaten bei einer Tat auch zu einer Geldstrafe führen. Mein Tipp an Sie, werte Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion, für kommende rechtspolitische Anträge, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Abschließend bleiben 3 Dinge zu sagen.
Erstens, eine echte Stärkung unserer Strafverfolgungsbehörden und Gerichte erreichen wir nicht durch Strafverschärfung, sondern durch Digitalisierung, Modernisierung und eine gute Ausstattung. Dafür setzt sich die Ampel ein. Zweitens, abgesehen von ungerechtfertigten Taten der letzten Generation, erwartet die Zivilgesellschaft und die junge Generation gerade zu Recht, dass wir weiter effektiven Klimaschutz betreiben. Wir als SPD-Fraktion wissen, dass effektiver Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammengedacht werden müssen. Und drittens, anstelle des Rufes nach höheren Straftaten sollten Sie von der Union lieber Ihre politische Blockadehaltung hinsichtlich der Frage von erneuerbaren Energien überdenken und beispielsweise in Bayern die 10H-Regel kippen. So können wir im ganzen Land effektiven Klimaschutz betreiben und gut zusammenarbeiten. Vielen Dank. Sonja Eichwede war das aus der SPD-Fraktion, wo sie rechtspolitische Sprecherin ist. Und der Bundestag diskutiert über Strafen für Straßenblockierer und sogenannte Museumsrandalierer. Das ist eine Formulierung aus dem Antrag der CDU-CSU-Fraktion, der hier debattiert wird. Und in dieser Debatte jetzt Thomas Seitz, der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren, die Extremisten der letzten Generation üben Gewalt aus und gefährden das Leben und die Sicherheit vieler Menschen und nehmen die Beschädigung unersetzlicher Kulturgüter in Kauf. Es geht um gezielten Rechtsbruch, nicht um zivilen Ungehorsam. Die grüne RAF ist mitten in der Entstehung. Angesichts des zunehmenden Extremismus braucht es dringend ein Verbot dieser Organisation. Hilft bei der Bekämpfung der Klimaextremisten aber der vorliegende Antrag? Definitiv nein, denn handwerklich schlechter geht es kaum. Wenn schon Populismus, dann doch bitte richtig im Einzelnen. Zur Forderung nach härteren Bestrafungen passt Ziffer 6. Sie fordern den Ausschluss von Kettenbewährungen. Das hört sich, hat zwar mit der Problematik nicht wirklich zu tun, hört sich aber nach Law and Order an. Da ist es wohl zu viel verlangt, auf die Systematik einzugehen, die zwischen Straftaten bis 6 Monaten, bis zu einem Jahr und von über einem Jahr differenziert. Unter Ziffer 2 wollen Sie § 240 Nötigung um weitere Regelbeispiele ergänzen, um Straßenblockaden zu ahnden. Warum aber Blockierer mit einer Mindeststrafe von 3 Monaten bedacht werden sollen, während die bestehenden Regelbeispiele eine Mindeststrafe von 6 Monaten vorsehen, das erschließt sich nicht. Schlimmer ist, dass Ihnen offenbar nicht bewusst ist, dass in der Rechtspraxis Mindeststrafe meist Regelstrafe bedeutet. Ersttäter würden also niemals mehr als 3 Monate bekommen, die wegen § 47 StGB, die Kollegin hat es ausgeführt, in 90 Tagessätze umgewandelt würden. Die Tagessatzhöhe bei dieser hier einschlägigen Klientel wird regelmäßig mit 10 Euro bemessen werden. Also 900 Euro für eine Straßenblockade, das ist keine Abschreckung und vor allem dürfte es für die Zahlung genügend Sponsoren geben. Interessant ist Ziffer 3 mit der Idee, beim gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr die Eignung zur Gefährdung ausreichen zu lassen und gleichzeitig eine Mindeststrafe von 3 Monaten einzuführen. Sie stufen also die Norm vom konkreten zum abstrakten Gefährdungsdelikt herunter. Während der Schuldgehalt des Delikts abnimmt, erhöhen Sie die Strafe. Zudem bringen Sie das ganze Gefüge der Paragraphen 315 bis 315c durcheinander, wenn Sie aus 4 konkreten Gefährdungsdelikten eines herausgreifen und herabstufen. Und diese Änderung bringt für Straßenblockaden noch nicht einmal viel, denn § 315b setzt eine verkehrsspezifische Gefahr voraus, die sich realisieren würde, wenn Klimaverbrecher auf eine Autobahn rennen und dadurch eine Massenkarambolage verursachen. Tatsächlich aber wird im städtischen Umfeld der Verkehr zum Stillstand gebracht, ohne dass es direkt zu Unfällen kommt. Wenn sich ein Stau bildet und es passieren dann Folgeunfälle, verwirklicht sich keine verkehrsspezifische Gefahr, sondern das allgemeine Lebensrisiko. Das Gleiche gilt, wenn ein Rettungsfahrzeug nicht durch den Stau kommt, wie letzte Woche in Berlin. Einschlägig wäre 315b nur dann, wenn das Hindernis ein ankommendes Rettungsfahrzeug unmittelbar behindert, was in der Regel aber gerade nicht der Fall ist. In Ziffer 4 wollen Sie 323c Absatz 2 verschärfen, nur die Vorschrift passt in den meisten Fällen überhaupt nicht. Die Reihenfolge muss da lauten: Unglück, rettungswilliger, Behinderung. Wenn man sich aber an der Straße festklebt und es kommt erst später zu einem Unglück, ist die Behinderung ein reiner Flex, keine taugliche Tathandlung.
Genauso wenig durchdacht ist die Überlegung, die gemeinschädliche Sachbeschädigung zu verschärfen. Denn wir haben gerade gelernt, Mindeststrafe 3 Monate heißt praktisch 900 Euro Geldstrafe. Was wäre also zielführend? Eine Blockade von Verkehrswegen bedeutet für alle, die auf einen ungestörten Verkehrsweg angewiesen sind, eine Risikoerhöhung. Es geht um einen schnellen Transport ins Krankenhaus oder das rechtzeitige Eintreffen der Feuerwehr oder darum zu verhindern, dass die Kinder irgendwo hilflos vor verschlossener Türe stehen. Da es oftmals um Leben oder Tod geht, muss das Risiko, dass die Frage der Kausalität meist nicht mehr zu klären sein wird, den Störern auferlegt werden, ohne Wenn und Aber. Es führt kein Weg an einem speziellen Tatbestand vorbei, der vor dieser Risikoerhöhung schützt. Und eigentlich müssten wir über einen Verbrechenstatbestand nachdenken, um wirklich abzuschrecken und auch um zu verhindern, dass das Verfahren wegen geringer Schuld oder gegen Geldauflage einfach eingestellt wird, Sie wie es häufig zum Ende, in Praxis bitte. Ist. Für Vandalismus in Museen gilt das Gleiche. Wir sind gesprächsbereit. Sie. Vielen Dank. Thomas Seitz aus der AfD-Fraktion spricht von einer grünen RAF. Er nimmt damit sinngemäß eine Formulierung des CSU-Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt, der dieser Tage bei Twitter von einer Klima-RAF gesprochen hat. Für alle, die jünger sind, die RAF, die Rote Armee-Fraktion, war eine linksextremistische, terroristische Vereinigung, die für mindestens 33 gezielte Morde verantwortlich war, unter anderem an Führungskräften aus Politik und Wirtschaft. Irene Mihalitsch ist am Pult, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, erste parlamentarische Geschäftsführerin. Völlig unabhängig davon, ob der Grund für den Protest berechtigt sein mag oder nicht, darüber haben wir in einer Demokratie sowieso nicht zu befinden. Protest darf und soll kreativ sein und ja, Protest darf auch stören, aber er findet seine Grenzen, wo Leib und Leben von Menschen gefährdet werden oder die Schwelle zu Straftaten überschritten wird, meine Damen und Herren. Und es wird auch nicht besser, wenn Proteste unter dem Label Klimaschutz laufen. Ganz im Gegenteil, die letzte Generation erweist dem Klimaschutz einen Bärendienst und streut all denen Sand ins Getriebe, die sich ernsthaft und aufrichtig für eine wirksame Klimaschutzpolitik einsetzen. Denn das Prinzip, dass der Zweck die Mittel heiligt, können wir im Rechtsstaat nicht akzeptieren. Und darüber hinaus sind diese gefährlichen Aktionen auch noch mit Blick auf den vermeintlichen Zweck völlig nutzlos. Denn jetzt reden ja wieder alle nur über Protestformen, über das, was geht, was nicht geht, über Straßenblockaden, über Tomatensuppe auf Gemälden, aber eben nicht über die massiven Folgen der Klimakrise. Selbst jetzt während der COP27 überlagern die Debatten um den Protest die wichtigen Diskussionen und Entscheidungen, die global gegen diese existenzielle Bedrohung der Klimakrise stattfinden müssen. Und die gefährlichen Aktionen der sogenannten letzten Generation sind daher in diesem Sinne klimapolitisch kontraproduktiv. Sie sind rechtsstaatlich hochproblematisch und damit vollkommen inakzeptabel. Aber jetzt komme ich zum Antrag der Union. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, das, was Sie hier machen, ist mindestens genauso hart am Thema vorbei wie die Proteste, für die Sie jetzt eine Strafverschärfung fordern. Sie haben ja geradezu nur nach einer Gelegenheit gesucht, von Ihrem eigenen Scheitern in der Klimapolitik ablenken zu können, indem Sie jetzt nicht nur die letzte Generation, sondern gleich die gesamte Klimaschutzbewegung diffamieren, so wie Herr Dobrindt im Konzert mit Herrn Seitz, wie wir gerade alle hören konnten, von einer Klima-RAF spricht. Damit, Herr Dobrindt, ja, stellen Sie nicht nur alle in den Senkel, die sich ernsthaft und gewaltfrei für mehr Klimaschutz einsetzen, sondern Sie stellen die Opfer von vorsätzlichem Mord und brutalem Terrorismus in eine Reihe mit Autofahrern, die im Stau stehen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Herr Dobrindt. Das ist eine unerträgliche Verharmlosung des Terrors der RAF und eine Verunglimpfung der Opfer und der Hinterbliebenen. Dafür sollten Sie sich in Grund und Boden schämen. Möchten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dobrindt zulassen? Ich möchte meinen Gedanken gerne zu Ende führen. Und dabei, wo wir gerade bei Gedanken sind, Herr Dobrindt, Sie denken ja noch nicht einmal zu Ende, was Sie hier im Kern fordern. Ja, denn was heißt denn das, was Sie in Ihrem Antrag schreiben für die Traktorendemos von Landwirten, ja, die zweifellos auch eine Sicherheitsgefährdung darstellen? Sollen die jetzt etwa alle in den Knast, wenn sie den Verkehr der halben Republik lahmlegen? Nein, da sind Sie ganz solidarisch und pflegen Ihre doppelten Standards im Sinne einer, so wie es gerade passt, Partei. Aber dabei legen Sie selber die Axt an den Rechtsstaat, den Sie angeblich schützen wollen. Und
Deswegen sage ich Ihnen ganz klar, Proteste, die Leib und Leben von Menschen gefährden, sind inakzeptabel und zwar völlig unabhängig vom Zweck. Der Rechtsstaat hat alles Nötige, um effektiv dagegen vorzugehen. Ihre peinlichen Strafverschärfungsforderungen brauchen wir da nicht. Wenn Sie was Kluges fordern wollen, machen Sie mal mehr Vorschläge für einen verbesserten Klimaschutz oder für eine kluge Verkehrspolitik. Damit könnten Sie der Gesellschaft auch etwas zurückgeben, was Sie die letzten 16 Jahre nicht hinbekommen haben. Vielen Dank. Irene Mialic aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Alexander Dobrindt verzichtet auf eine Kurzintervention. Er hatte ja wollte eine Zwischenfrage stellen in der Rede von Irene Mialic. Wer also noch nicht abgestimmt hat, möge das jetzt bitte tun. Und zu einer Kurzintervention gebe ich das Wort dem Kollegen Dobrindt. Ach doch, haben wir nicht gesehen. Jetzt spricht er doch. Liebe Frau Kollegin Mihalic, wenn Sie mich schon zitieren wollen, was vom Grundsatz her ja sinnvoll sein kann, dann versuchen Sie es doch aber auch richtig zu machen. Wörtliches Zitat: Die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden. Liebe Frau Kollegin, ist Ihnen bekannt die Einschätzung von Bettina Röhl, der Tochter von Ulrike Meinhof, die wörtlich gesagt hat, die letzte Generation ist schon auf der Ziellinie zur RAF. Weiter, sind Sie mit mir der Meinung, dass die Entstehung einer Klima-RAF verhindert werden muss? Ja oder nein? Oder was muss passieren, damit Sie sich dieser Einschätzung anschließen? Frau Mialic, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Dobrindt, hier einen Zusammenhang zu konstruieren, ja, zwischen den abscheulichen Taten der RAF, des Terrorismus, ja, und das, was wir hier auf der Straße erleben, ist schon ungeheuerlich. Ja, ist ungeheuerlich. Und Sie können es nicht wegrelativieren. Sie können es jetzt auch hier mit dem, was Sie hier gerade gesagt haben, nicht wegrelativieren. Diesen Zusammenhang haben Sie hergestellt. Und dann müssen Sie sich auch damit auseinandersetzen, dass das im Kern eine Verunglimpfung der Opfer des Terrorismus ist und eine Verharmlosung des brutalen Terrorismus, den die RAF über dieses Land gebracht hat. Und wenn Sie sich schon mit der Vergangenheit beschäftigen und auch Zeitzeugen hier zitieren, ja, dann könnten Sie sich ja vielleicht mal mit den Familien der Opfer der RAF beschäftigen und mal fragen, was die davon halten, wenn Sie die Opfer, wenn Sie zum Beispiel Familie Herrhausen, könnten Sie ja mal fragen, ja, wenn Sie die Opfer der RAF in eine Reihe stellen mit Leuten, die im Straßenverkehr blockiert werden, ja, oder die auf andere Art und Weise beeinträchtigt werden durch die Proteste, die da gerade stattfinden. Und da können Sie ja mal fragen, wie die das finden. Ich glaube, die Antwort darauf zu kennen, Herr Dobrindt, und deswegen bleibe ich dabei, was ich gerade gesagt habe. Sie können eine solche unerträgliche Relativierung von Terrorismus hier im Hohen Haus nicht unwidersprochen vornehmen. Und deswegen bleibe ich bei dem, was ich gerade gesagt habe. Ich komme noch mal zurück zum Tagesordnungspunkt 10b. Die Abstimmung ist jetzt vorbei und ich frage, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das die Stimme nicht abgeben konnte? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis wird Ihnen später bekannt gegeben. Und jetzt gebe ich das Wort der Kollegin Clara Bünger für die Fraktion Die Linke. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, noch mal fix, um welchen Antrag es hier ging, nämlich den der Linksfraktion mit dem Titel Regelsätze spürbar erhöhen, 200 Euro mehr gegen Inflation und Armut. Und jetzt, wie von der Bundestagsvizepräsidentin schon angekündigt, Clara Bünger, rechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Kürzlich sprach ein Landtagsabgeordneter der CDU von Ökoterroristen. Sie, Herr Dobrindt, warnten vor einer Klimaraff, so wie es Frau Mihalic auch gerade gesagt hat. Und durch Ihre Ausführungen wurde Ihre Aussage einfach auch nicht besser. Und der hessische Justizminister fabulierte über Terroranklagen gegen Klimaaktivisten. Damit vergleichen Sie Personen, die sich
für den Erhalt der menschlichen Lebensgrundlage einsetzen mit Verbrechern, die Bomben bauen und aus Verachtung vor menschlichem Leben Anschläge verüben. Wenn Sie das wirklich ernst meinten, sollten Sie sich für diese Vergleiche schämen. In Ihrem Antrag geben Sie vor, es ginge Ihnen um den Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit. Aber die oben genannten Aussagen, die ich gemacht habe, machen deutlich, worum es Ihnen eigentlich geht. Die größtmöglichste Kriminalisierung politischer Meinungsäußerung, die nicht mit Ihren eigenen übereinstimmen. Sie wollen Menschen inhaftieren, die politisch links stehen. Das ist kein demokratischer Vorschlag. Das sind autoritäre Anwandlungen, die unsere Debattenkultur und unsere Demokratie ernsthaft gefährden. Und ich glaube ja, Sie haben einfach Angst. Nach 16 Jahren in der Regierung haben Sie Angst vor Bedeutungsverlust, weil Sie merken, dass Sie keine Antworten auf die drängenden Probleme unserer Gesellschaft haben. Aber diesem Gefühl der Unsicherheit begegnet man doch nicht mit dem Strafrecht, sondern mit eigenen tragfähigen politischen Ideen. Und auch, wir haben ja Ihren Antrag gelesen, wenn da mittlerweile keine ohnehin rechtswidrige Präventivhaft mehr drin ist und Sie das nicht mehr fordern, läuft, ist juristisch betrachtet auf Quatschjura hinaus, was Sie da formulieren. So wollen Sie § 240 Absatz 4 StGB um Regelbeispiele erweitern. Die Teilnahme an Sitzblockaden im Straßenverkehr soll ein besonders schwerer Fall der Nötigung werden. Aber Sitzblockaden zur politischen Meinungsäußerung fallen nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die sehr ausdifferenziert ist, in den Schutzbereich des Versammlungsrechts aus Artikel 8. Und wenn keine verwerfliche Nötigung vorliegt, müssen wir über eine besondere Schwere bei der Strafzumessung gar nicht reden. Frau Bünger, möchten Sie die Zwischenfrage von Frau Lindholz zulassen? Ich möchte jetzt erst meine Gedanken zu Ende bringen. Aber kommen wir zurück zum Grund der Proteste. Luisa Neubauer sagte richtigerweise, dass die Kritik an den Aktionsformen der letzten Generation nichts an der bestehenden Klimakatastrophe ändert. Dass sämtliche Klimaziele, die ohnehin viel zu unambitioniert waren, nicht eingehalten werden. Wenn sie sich nicht bald grundlegend etwas ändert, werden große Teile der Erde unbewohnbar. Zig Millionen Menschen werden ihre Lebensgrundlage verlieren, wie wir es dieses Jahr auch schon in Pakistan gesehen haben. Sie werden sterben oder zur Flucht getrieben. Statt das in den Mittelpunkt ihres politischen Handels zu stellen, geht aber auch die Koalition auf ihre Drohgebärden ein und die Innenministerin unterstellt, dass vorsätzlich Rettungswege versperrt wurden. Ich kenne keine Klimaaktivistin, die sich mit Vorsatz der Versperrung von Rettungswegen mit Uhu auf die Straße geklebt hat. Im Gegenteil, wir haben am Montag gesehen, wie in Leipzig Menschen, die eine Straßenblockade gemacht haben, sofort Platz gemacht haben, als die Feuerwehr durch müsste. So muss das laufen. Und der Tod der Radfahrerin ist wirklich sehr tragisch. Ich denke, wir alle müssen verhindern, dass Menschen im Straßenverkehr sterben. Die letzte Generation muss das tun, und wir müssen aber auch alle dafür sorgen. Und dann müssen wir auch darüber diskutieren, wie wir solidarisch miteinander umgehen, Rettungsgassen bilden, nicht in der zweiten Reihe parken, denn 80% der Fälle werden keine Rettungsgassen gebildet. Daran müssen wir etwas ändern. Und statt jetzt alle Klimaproteste in Frage zu stellen, sollte die Bundesregierung endlich Maßnahmen ergreifen, um den Klimawandel zu stoppen. Vielen Dank. Clara Bünger war das, rechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Wir sind nach wie vor in der Debatte über einen Antrag der Unionsfraktion zu Strafen für Straßenblockierer und Museumsrandalierer. Man muss sagen, für härtere Strafen, um genau zu sein. Jetzt kommt eine Kurzintervention von Andrea Lindholz aus. Ja, Frau Kollegin Bünger, Sie haben ja leider die Zwischenfrage nicht zugelassen. Sie haben in Ihrer Rede zum einen von den Gefühlen der Opfer gesprochen. Und zum anderen haben Sie die Klimaaktivisten gerechtfertigt. Haben Sie eigentlich das Interview der Zwillingsschwester der verstorbenen Radfahrerin im Spiegel zur Kenntnis genommen? Und wie stehen Sie zu dem, was die Schwester gesagt hat und was ich Ihnen jetzt auch vorhalte? Über den Grund, warum sie die Öffentlichkeit sucht, hat sie gesagt, weil ich in der Berichterstattung las, wie ignorant einige Klimaaktivisten den Tod von Menschen in Kauf nehmen. Wie stehen Sie zu dieser Einschätzung?
Frau Bünger, bitte. Der Radfahrerin natürlich das tiefe Mitgefühl mitteilen, und da stehen wir auch als Linksfraktion dafür. Ich finde es wirklich ungeheuerlich, wie Sie das Schicksal dieser Radfahrerin hier für Ihre politischen Zwecke instrumentalisieren. Es erschüttert mich ernsthaft, dass Sie auch das so in die Öffentlichkeit ziehen. Ich weiß nicht mal, ob die Familie der Radfahrerin überhaupt selber das so befürworten würde. Ich denke, in diesem Zusammenhang haben wir alle sehr viel unterschiedliche Berichterstattung gesehen mit unterschiedlichen Positionierungen, wie zum Beispiel, dass die Ärztin gesagt hat, dass die Radfahrerin nicht hätte gerettet werden können. Und es gibt dazu unterschiedliche Berichte, und die sind auch sehr ausdifferenziert. Und was Sie hier machen, ist, das populistisch für Ihre eigenen politischen Zweck zu entfremden. Und das halte ich für gefährlich und auch nicht richtig und angemessen. Clara Bünger noch mal mit einer Erwiderung auf eine Kurzintervention von Andrea Lindholz. Und jetzt wiederkommen kann, würde ich jetzt noch einmal zurückkommen zum Tagesordnungspunkt von vorhin, weil wir das Ergebnis der namentlichen Abstimmung vorliegen haben. Zu dem Antrag der Abgeordneten Tatti, Ferschel, Birkwald und weiterer Abgeordnete der Fraktion Die Linke, Regelsätze spürbar erhöhen, 200 Euro mehr gegen Inflation und Armut auf den Drucksachen 204053 und 204360. Und die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales wurden abgegeben. 679 Stimmkarten. Mit Ja haben gestimmt 643, mit Nein 35. Es gab eine Enthaltung. Mithin ist die Beschlussempfehlung angenommen. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Debatte. Und ich gebe jetzt das Wort an Konstantin Kuhle für die FDP. Und damit haben wir den ganzen Komplex Bürgergeldgesetz von heute Morgen. Tagesordnungspunkt 10 ist das gewesen. Endgültig abgeschlossen. Der Antrag der AfD also abgelehnt. Und wir kommen zurück zur Debatte zu Straßenblockierern und Museumsrandalierern. Konstantin Kuhle für die FDP-Fraktion. Dass sich mehr Menschen für das Thema Klimaschutz interessieren und engagieren. Die friedlichen Proteste etwa von Fridays for Future haben dazu geführt, dass sich bis in die Mitte der Gesellschaft hinein mehr Menschen selbstkritisch die Frage stellen, tun wir als Gesellschaft, tun wir als Staat, als Gemeinwesen eigentlich genug für den Klimaschutz? Und diese Geschichte, diese Errungenschaft ist etwas, das friedliche Klimaproteste erreicht haben, und dafür gilt ihnen Respekt und Anerkennung. Meine Damen und Herren, was wir aber in den letzten Wochen und Monaten an Radikalisierung und an Militanz bei den Klimaprotesten erleben, das bewirkt genau das Gegenteil. Denn das führt dazu, dass die gesellschaftliche Mitte sich abwendet vom Thema des Klimaschutzes. Die sogenannte letzte Generation, sie macht aus dem Thema Klimaschutz ein radikales Nischenthema. Und genau diese Gefahr führt dazu, dass wir weniger Klimaschutz in der Gesellschaft haben und dass wir weniger politische Debatten über dieses wichtige Thema haben. Oder man könnte auch sagen, die Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation reißen mit dem Hintern ein, was Luisa Neubauer und Greta Thunberg mühsam aufgebaut haben. Und wenn wir uns einmal mit der Attitüde, mit der Haltung dieser Demonstranten auseinandersetzen, dann ist diese Haltung nicht nur im Kern antidemokratisch, weil es darum geht, keinen Widerspruch, keine andere Meinung zuzulassen. Sie ist auch totalitär, sie ist autoritär und sie ist von einer Herablassung geprägt, die kontraproduktiv ist. Denn die Leute, die da blockiert werden, die Leute, die nicht zur Arbeit kommen, die müsste man eigentlich davon überzeugen, dass Klimaschutz eine wichtige Sache ist. Aber glaubt ihr denn im Ernst, dass ein Polizist, der sich da morgens um 7 Uhr darum kümmern muss, dass euch nichts passiert, wenn ihr euch festklebt, dass eine Mitarbeiterin im ambulanten Pflegedienst, die ab 7 Uhr, ab 6 Uhr die älteren Leute pflegen will, dass diejenigen, die ihren ersten Termin als Handwerker haben um 6 Uhr, um 7 Uhr morgens, dass die für mehr Klimaschutz sind bei solchen Aktionen, das Gegenteil wird eintreten. Und wenn ich dann höre, dass Aktivisten der sogenannten letzten Generation ihr Studium abbrechen, ihre Ausbildung abbrechen, aus Angst vor dem Thema Klimaschutz, das ist nichts anderes
anderes als eine unerträgliche Hybris, die dazu führt, dass man sich die Frage stellen muss, wer kann sich sowas eigentlich erlauben? Die Menschen, die ich gerade aufgezählt habe, mit einem einfachen Einkommen, mit einem durchschnittlichen Einkommen jedenfalls nicht. Und deswegen ist all das etwas, was aufhören muss und wo sich auch die gesamte Klimabewegung radikal von abgrenzen muss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt sind wir beim Strafrecht. Jetzt sind wir bei einem Mittel, das das schärfste Schwert, ein Instrument, das das Ultima Ratio-Instrument des Rechtsstaats ist. Und da muss man ganz klar sagen, hängt die Union leider der Haltung an, dass man jedes gesellschaftliche Problem, jedes neue Phänomen automatisch mit schärferem Strafrecht lösen kann. Die Realität ist aber ganz anders. Das geltende Recht sieht anders, als Sie hier gesagt haben, doch für die einfache Sachbeschädigung und für die einfache Nötigung auch eine Freiheitsstrafe vor. Das haben Sie hier falsch dargestellt. Das geltende Recht sieht auch vor, dass Straßenblockaden eine strafbare Nötigung sein können. Und zwar auch, wenn die sich auf die Versammlungsfreiheit berufen. Wenn nämlich der Konnex zwischen denjenigen, die ich blockiere, und dem Thema, über das ich spreche, für das ich demonstriere, nicht hinreichend gegeben ist, dann ist das eine strafbare Nötigung und dann müssen die Leute auch verurteilt werden. Und zwar schnell, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist außerdem geltendes Recht, dass wir ein beschleunigtes Verfahren haben. Bringen wir doch mal das beschleunigte Verfahren zum Einsatz und brauchen nicht Monate oder Jahre, bis solche Leute mal verurteilt werden. Es ist außerdem geltendes Recht, dass jemand, der eine Sache kaputt macht oder der eine solche Blockade macht, für die Schäden, die da entstehen, haften muss. Machen wir die doch zivilrechtlich verantwortlich. Denen muss eine Rechnung geschickt werden dafür, dass dort Leute nicht zur Arbeit kommen, dass dort Termine nicht wahrgenommen werden können, dass Gegenstände in Museen kaputt gehen. Die müssen dafür blechen, damit sie merken, dass man sowas nicht macht, liebe Kollegen. Und Kollegen. Und das geltende Recht sieht auch vor, dass Richterinnen und Richter über die Strafbarkeit entscheiden und nicht wir hier im Deutschen Bundestag. Und deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab und werden gerne weiter daran mitwirken, genau uns anzuschauen, welche Strafurteile da in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten ausgeurteilt werden. Lassen Sie mich abschließend sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fände es gut, wenn wir hier im Bundestag über das Thema Klimaschutz sprechen würden. Ich fände es gut, dass wir darüber reden, wenn wir darüber reden, ob das Wind-an-Land-Gesetz, ob der Kohleausstieg, ob all die guten Sachen, die wir schon gemacht haben in der Ampelkoalition, ob das nicht ausreicht. Können wir gerne darüber reden. Aber die Profilneurose dieser Klimademonstranten, die führt doch dazu, dass wir hier über das Strafrecht sprechen, dass wir hier über Protestformen sprechen und nicht über die Klimaschutzziele in der Sache. Das sollten wir tun. Und in diesem Sinne lehnen wir Ihren Antrag ab. Danke. Konstantin Kuhle war das, der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion. Ich muss einen Versprecher korrigieren. Ich habe Ihnen vor der Rede von Konstantin Kuhle gesagt, der Antrag der AfD sei, der namentlich abgestimmt wurde, sei jetzt abgelehnt. Das war natürlich ein Antrag der Linken. Ich bin hier in der Zeile verrutscht. Es ging um Regelsätze spürbar erhöhen, 200 Euro mehr gegen Inflation und Armut. Das, wie gesagt, ein Antrag der Linken, der namentlich ausgezählt wurde und dann auch mehrheitlich abgelehnt. Jetzt haben wir Günter Krings am Pult aus der Unionsfraktion. Rechtspolitischer Sprecher ist er da. Dass wir den Klimaschutz als die zentrale Aufgabe unserer Zeit ansehen, ist unter 90% der Mitglieder dieses Hauses ja gar nicht umstritten. Es geht hier aber eben nicht um Klimaschutz in der Debatte, sondern es geht um den Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Und gerade deshalb finde ich eine Reihe von Äußerungen aus der Bundesregierung der letzten Wochen und Monate mindestens irritierend. So die Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, Jennifer Morgan, schon im Sommer. Zitat: Es ist wichtig, dass man sich engagiert. Auf welche Art muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Umweltministerin Steffi Lemke vor wenigen Tagen: Es ist absolut legitim, für seine Anliegen zu demonstrieren und dabei auch Formen des zivilen Ungehorsams zu nutzen. Meine Damen und Herren, halten Sie in der Ampel denn wirklich so wenig von Ihrer eigenen Klimapolitik, dass Sie jede Form von militantem Protest dagegen richtig und akzeptabel finden? Ein Bekenntnis zum Rechtsstaat gibt es nur ungeteilt. Wer auf dem Boden des Rechtsstaats stehen will, kann nicht zwischen guten und schlechten Straftaten unterscheiden. Wir verlangen deshalb eine Schärfung des Rechts, unabhängig von den politischen Zielen, die Straßenblockierer oder Museumsrandalierer verfolgen. Und ich bin im Übrigen auch nicht ganz sicher, ob weite Teile der Ampel noch so gelassen blieben und sagen, das ist eigentlich gar kein Thema, Strafschärfung, wenn diese sogenannten Protestformen von Reichsbürgern oder Rechtsradikalen kommen würden, meine Damen und Herren. Denn
Wir sehen in unseren Städten zurzeit eine ganz neue Dimension strafwürdiger Aktionen. Für die Blockierer, die sich auf unseren Straßen eben nicht hinsetzen, sondern festkleben, ist die Behinderung von Autofahrern nicht eine unvermeidbare kurzfristige Nebenfolge ihres Tuns, sondern sie wollen gerade möglichst langanhaltende Behinderungen möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger, weil sie ihrem Drang nach Aufmerksamkeit alles andere unterordnen. Sie instrumentalisieren und schädigen Tausende von Unbeteiligten. Und besonders bitter ist das, wenn dadurch, wie wir eben auch gehört haben, Rettungskräfte im Stau stecken bleiben und mutwillig Menschenleben gefährdet werden. Die Demonstrationsfreiheit ist ein sehr hohes Gut im Verfassungsstaat, aber eben kein Freibrief, um andere quasi in Geiselhaft für die eigenen politischen Ziele zu nehmen. Eine neue Qualität erreichen die Proteste aber auch mit den vorsätzlichen Sachbeschädigungen an Kunst und Kultur. Die Kollegin Schenderlein wird da gleich noch zu sprechen. Es macht auch mich aber fassungslos, wenn die Täter tatsächlich achselzuckend in Kauf nehmen, dass Kunstwerke von bedeutendem historischen und künstlerischem Wert durch ihr Tun unwiederbringlich zerstört werden können. Und auch hier zielen die Taten direkt gegen Bürgerinnen und Bürger, gegen Museumsbesucher, die sich unterhalten wollen, die sich bilden wollen in Museen. Sie müssen erleben, die Museen werden tagelang geschlossen. Museumsbesucher müssen sich inzwischen immer mehr aufwendigen, peniblen Sicherheitskontrollen unterziehen. Manchen hier im Haus mag das egal sein. Aber wir wollen, dass die abschreckende Wirkung des Strafrechts so groß ist, dass unsere Museen offene Orte bleiben und nicht in Hochsicherheitstrakte verwandelt werden müssen, meine Damen und Herren. Und wenn wir nicht wollen, dass die beschriebenen Aktionen immer mehr Nachahmer finden, und wenn wir eine sich durchaus abzeichnende Spirale der Radikalisierung durchbrechen wollen, dann müssen wir im Strafrecht ein klares Signal geben. Es ist gut, dass es in einigen Fällen inzwischen Urteile gibt. Viele Menschen verstehen aber nicht, dass die Täter bislang mit oft sehr geringen Geldstrafen davonkommen. Es gibt sogar Freisprüche teilweise. Und ich wiederum kann diese Menschen verstehen. Und der Verweis auf richterliche Spielräume für höhere Strafen hilft hier nun wirklich nicht weiter. Weder Urteilsschelte noch ein öffentliches Einfordern härterer Strafen halte ich für die angemessene Reaktion. Die einzig richtige Antwort der Politik hier im Bundestag ist vielmehr die Vorlage gesetzgeberischer Änderungsvorschläge. Und genau diese Vorschläge machen wir, meine Damen und Herren. Wir wollen daher massive Straßenblockaden künftig als besonders schwere Fälle der Nötigung einordnen, dadurch Mindestfreiheitsstrafe von 6 Monaten. Um Kunst- und Kulturgüter von bedeutendem Wert besser zu schützen, wollen wir den Strafrahmen für die gemeinschädliche Sachbeschädigung erhöhen. Und ich will noch ein drittes Beispiel nennen. Besonders verwerflich erscheint es mir, wenn Personen, die als Rettungskräfte Hilfe leisten wollen, behindert werden. Aus Sicht natürlich der Opfer, aber auch aus Sicht der Rettungskräfte. Diese Rettungskräfte haben es wahrlich in ihrer Arbeit täglich schwer genug, und sie haben daher Anspruch auf einen besseren strafrechtlichen Schutz ihrer Arbeit. Und meine Damen und Herren, am Ende leitet uns die klare Überzeugung: Ein noch so guter Zweck kann im Rechtsstaat kein kriminelles Mittel heiligen. Und auch für selbsternannte Klimaschützer kann es keinen Strafrabatt geben. Vielen herzlichen Dank. Sagt Günter Krings, der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, in der Debatte über einen Antrag der Unionsfraktion zu härteren Strafen für Straßenblockierer und sogenannte Museumsrandalierer. Jetzt Sebastian Fiedler aus der SPD-Fraktion, wo er Sprecher für Kriminalpolitik ist. Damen und Herren, ich versuche jetzt mal nicht direkt über jedes Stöckchen zu springen, sondern erstmal noch mal einen Ansatz zu machen. Ich hatte nämlich eine persönliche Begegnung. Wir haben am 11. Oktober hier mit der SPD-Bundestagsfraktion hier im Paul-Löbe-Haus eine tolle Veranstaltung gemacht, nämlich zur Umweltkriminalität. Und kurz vor Ende der Veranstaltung hat tatsächlich einer von der sogenannten letzten Generation den Brandmelder eingewämst und wir mussten den ganzen Laden evakuieren. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass die Union auf diese Teilaspekte, die hier im Hause stattgefunden haben, mit keiner Silbe eingegangen ist. Das finde ich einigermaßen bemerkenswert. Ich will aber auf den eigentlichen Zusammenhang kommen, denn es ist natürlich kein intellektueller Höhenflug, wenn man sich sozusagen für Klima- und Artenschutz einsetzt und dann ausgerechnet zu diesem Thema eine Veranstaltung sprengt. Worum geht es nämlich da? Es geht um das drittgrößte Kriminalitätsphänomen der Welt. Die Schätzungen gehen so zwischen 100 bis
200, 300 Milliarden Euro, so genau weiß man es nicht. Ich zitiere den WWF. Wir befinden uns im größten Artensterben seit dem Ende der Dinosaurierzeit vor 65 Millionen Jahren. Ein Viertel der Säugetierarten, jede achte Vogelart, 30% der Haie und Rochen, 40% der Amphibienarten sind bedroht. Und ich ergänze, ein Großteil davon ist deswegen bedroht, weil es sich um große Kriminalitätsformen handelt. Die ist ein großer Treiber. Ein paar Teilaspekte will ich aufgliedern. Illegaler Holzhandel und Holzeinschlag. Aus den Medien wissen wir, dass unsere schöne Gorch Fock mit höchster Wahrscheinlichkeit aus blutigem Holz illegal aus Myanmar wieder zusammengeschustert worden ist. Während wir hier gerade reden, in jeder Minute gehen etwa ein Fußballfeld, Regenwald, der Rodung zum Opfer. Das heißt, wir reden über 680 Fußballfelder während dieser Debatte. Es geht um illegale Fischerei. Viel davon landet auf unseren Tellern. Dabei geht es um Sklavenhandel, der dort betrieben wird. Es geht um Wilderei, illegalen Artenhandel, illegalen Handel mit Müll und dessen Entsorgung, illegaler Bergbau und so weiter und so weiter. Das alles ist verbunden mit Kernthemen, die wir diskutieren. Lieferketten, Korruption, Geldwäsche, Hinweisgeberschutz und vieles mehr. Und deswegen, und das war Thema der Veranstaltung, hat die Bundesinnenministerin angekündigt, sie wird eine bundeszentrale Ansprech- und Koordinierungsstelle auf Ebene des Bundes einrichten. Übrigens, kleiner Hinweis an die CDU in Nordrhein-Westfalen, eine Stelle, die Sie dort aufgelöst haben. Wir richten das auf Bundesebene ein. Und es wird, das hat sie ebenfalls deutlich gemacht, aus den gerade naheliegenden Gründen, die ich gerade gesagt habe, ein wesentlicher Teil der Strategie zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, hat Nancy Faeser richtigerweise gesagt, wird sich mit der Bekämpfung der Umweltkriminalität beschäftigen. Und wir tun alle gut daran, wenn wir die Beratung auf europäischer Ebene konstruktiv begleiten hier im Haus. Und ich gucke, ich komme auf Ihr Thema, keine Sorge, machen Sie sich keine Sorge. Und ich bin mal sehr gespannt, wenn es darum geht, die Kriminellen schärfer zu bestrafen und auch die Unternehmen, die sich daran beteiligen auf europäischer Ebene, hier zur Harmonisierung zu kommen, bin ich sehr auf Ihre Hinweise dazu gespannt, genauso wie zu denen, wenn wir darüber diskutieren, ob die Europäische Staatsanwaltschaft mehr Mandatsbereiche hier bekommen muss. Warum spreche ich das alles an? Und das geht auch natürlich in Richtung all derjenigen, die sich aus guten Gründen fürs Klima und für Artenschutz engagieren. Wir tun viel und wir packen sogar Themen an, die noch gar nicht auf der öffentlichen Tagesordnung angekommen waren. Also, wir tun gut daran, viel gemeinsam zu tun. Und das geht an all diejenigen, die legal demonstrieren. Pushen Sie auch bitte dieses Thema mit. Denn eins gehört noch dazu gesagt, weder die Bundesregierung noch dieses Haus lässt sich erpressen. Wenn man sozusagen auf den Wortlaut der Homepage der sogenannten letzten Generation schaut, dann kommt man nämlich so ein bisschen zu diesem Eindruck. Denn diese Aktionen, das muss ich nicht alles wiederholen, sind sehr gefährlich für Menschenleben. Sie sind strafbar, sie bedrohen einzigartige Kulturgüter und, das hatten Sie dummerweise vergessen, sie bedrohen die Demokratieprozesse hier im Haus. Wenn der Brandmelder geht und wir alle auf die Straße müssen, ist das durchaus ein wesentliches Thema. Und es ist eine völlig fehlgeleitete Energie, denn wir müssen, wenn wir hier was erreichen wollen, alle gesellschaftlichen Kräfte tatsächlich zusammenkriegen, denn diese Botschaft muss auch hier ausgehen. Die Bedrohungen sind real. Und diese Bedrohungen machen Angst. Das darf man durchaus dazu sagen, all diejenigen, die sich hier demokratisch beteiligen. Die Ziele sind richtig, die Mittel grundfalsch und sie sind eben auch kriminell. Und jetzt ganz am Ende, Sie merken, warum ich mir die Redezeit so aufgeteilt habe. Erstens haben Konstantin Kuhle, die Kollegin Eichwede, viele andere schon vieles zu dem Inhalt Ihres Antrags gesagt. Man kann auch sagen, Kriminologie, Kriminalstrategie, erstes Semester. Also wenn Sie hier den Leuten erzählen wollen, durch irgendeine erhöhte Strafandrohung würde sich jemand nicht festkleben oder keinen Kartoffelbrei irgendwo draufschmeißen, ist das so ein populistischer Unfug sondergleichen. Das weiß jeder, der ein bisschen Kriminologie gelesen hat. Und um Sie da beim Wort zu nehmen, weil Sie ja gerne Law-and-Order-Partei sind, wenn wir hier in den nächsten Wochen und Monaten darüber diskutieren, die Strafen für Umweltverbrecher zu erhöhen, dann werde ich Sie beim Wort nehmen. Und wenn es auch darum geht, diese Unternehmen, die hier illegales Holz einschleppen, mit schärferen Unternehmenssanktionen zu kriegen, wenn es darum geht, sie umsatzabhängig zu machen, dann bin ich gespannt, wie Ihr Law-and-Order-Politik bei diesen Verbrechern aussieht. Das gehört nämlich mit zur Vollständigkeit und entwickelt ein konsistentes Bild.
Sebastian Fiedler aus der SPD-Fraktion richtet den Blick auch auf den Aspekt Umweltkriminalität. Und hier kommt jetzt Stefan Brandner aus der AfD-Fraktion, Mitglied im Rechtsausschuss. Meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, von allgemeinem SPD-Blabla wieder zum Thema. Seit circa einem Jahr machen irre Klimakleber und Museumsrandalierer vielen von uns das Leben schwer. Blockierte Straßen, blockierte Autobahnen und Brücken, beschmutzte, besudelte Kunstdenkmäler und Kunstwerke, Sabotage und nun in Berlin die erste Tote. Was vielerorts und auch hier von ganz links bis zur CDU lange mit Aktivisten niedlich umschrieben wurde, ist nichts anderes, meine Damen und Herren, als Klimaterrorismus in seiner reinsten Form. Eine kriminelle Clique, die tatsächlich Terror verbreitet, also ideologisch motivierte Gewaltaktionen gegen Sachen und Menschen, um Unsicherheit und Angst und Schrecken zu verbreiten, darum geht es hier und um nichts anderes. Das sind Klimaterroristen, die sich offenbar, und da hat Herr Dobrindt gar nicht so Unrecht, die sich offenbar an die RAF, die in den 70er und 80er Jahren gemordet hat und eine Wurzel der heutigen Grünen darstellen, die sich offenbar diese Leute zum Vorbild genommen haben. Denn auch die damaligen Terroristen wurden zunächst von Intellektuellen gefördert, von anderen belächelt, übten zuerst zivilen Ungehorsam aus, radikalisierten sich dann, übten Gewalt gegen Sachen, Brandstiftung und am Ende Morde aus, Morde auch an völlig Unbeteiligten, wie beispielsweise Polizei. Beamten. Die heutigen Klimaterroristen haben angekündigt, weiter eskalieren zu wollen. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis nicht mehr geklebt, sondern abgefackelt und vorsätzlich getötet wird. Und dem muss Einhalt geboten werden. Hinter der Organisation der letzten Generation stehen mafiöse Strukturen. Die Finanzierung läuft im Wesentlichen über den Climate Emergency Fund, und der über Millionen Beträge verfügt. Aber auch Sie alle haben da natürlich Dreck am Stecken. Denn die letzten Bundesregierungen, und das sind ja nun mal nahezu Sie alle, haben diese Gruppierung in den letzten Jahren, Jahrzehnten mit hohen Millionenbeträgen gefördert. Die Klimaterroristen und die Umwelt. Stichworte Kampf gegen Rechts, Demokratieförderung, Zivilgesellschaft, Antifa, Wokismus. Das ist alles der Nährboden, auf dem jetzt der Klimaterrorismus entstanden ist. Und warum haben sie das gemacht? Um sich das Wohlwollen der Klimaterroristen zu sichern und es für ihre Zwecke zunächst zu nutzen. Meine Damen und Herren, das erinnert alles so ein bisschen an den Zauberlehrling und den Satz: Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Und die Geister, die Sie nun nicht mehr loswerden, haben Sie alle selber gerufen. Alle von diesen Klimaterroristen draußen sind unter Merkel und ihren Klakören in den letzten 10, 15 Jahren sozialisiert. Sie tragen die zumindest moralische Verantwortung für alle Straftaten, die draußen von Klimaterroristen verübt werden, meine Damen und Herren. Und nun ausgerechnet Sie von der CDU wollen die als Zauberlehrling sozusagen. Sie wollen die Brut, die auf ihre Politik zurückgeht, die Geister also, die Sie gerufen haben durch hektische Änderungen in Strafprozessordnung und Strafgesetzbuch ändern. Das ist Heuchelei pur. Ich kann mir Heuchlerischeres nicht vorstellen. Ein klassischer CDU-Antrag, Oppositionspopulismusantrag, der jetzt Gott sei Dank in den Ausschuss verwiesen wird. Und ich hoffe, dass von dem ganzen Spuk, den Sie in diesen Antrag reingepackten, am Ende nur ganz, ganz wenig, am besten gar nichts überbleibt. Vielen Dank. Ihre Redezeit ist vorbei. Stefan Brandner war das für die AfD-Fraktion. Auf ihn folgt nun Helge Limburg, der rechtspolitische Sprecher für Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Brandner, zum einen die Behauptung, meine Fraktion oder Partei hätte Wurzeln im Terrorismus, ist verleumderisch und abwegig. Und zum Zweiten, Herr Brandner, es ist sehr bezeichnend, dass in Zeiten, in denen in diesem Land wieder Wohnheime von Geflüchteten angezündet werden, in denen Menschen, die aus der Ukraine zu uns flüchten und Schutz suchen, von rechtsextremen Gewalttätern bedroht werden, die sich durch ihre Parolen ermutigt und bestärkt fühlen, dass sie in diesen Zeiten versuchen, gegen die Klimabewegung zu hetzen. Sie lenken ab von den Untaten, die ihrer Ideologie entwächst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 2021 kamen insgesamt 10 RadfahrerInnen im Berliner Straßenverkehr ums Leben. 2022 bislang 9, darunter die Person, die jüngst von einem Betonmischer überfahren wurde. Das sind nicht nur erschreckende Zahlen,
Das sind Menschen, die aus dem Leben gerissen werden und die Angehörige in tiefer Trauer hinterlassen. Ihnen gilt unser Mitgefühl. Wenn öffentlich darüber gesprochen wird, welche Konsequenzen aus diesen Unfällen zu ziehen sind, dann ist Pietät gefragt. Und ich kann in der Tat gut nachvollziehen, dass die Schwester der jüngst überfahrenen Radfahrerin diese Pietät, ein Mindestmaß an Mitgefühl, bei einigen öffentlichen Äußerungen der Gruppe Letzte Generation vermisst hat. Angehörige von Toten sollten nicht noch durch Äußerungen verletzt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Union hat hier in diesem Hohen Hause keinen der von mir genannten 18 anderen Todesfälle von Radfahrern in Berlin zum Anlass einer parlamentarischen Debatte gemacht. Keinen. Dabei gäbe es viel zu diskutieren, über bauliche Maßnahmen an Kreuzungen zum Schutz von Radfahrerinnen, über verpflichtende Abbiegerassistenten an Lkw, über eine effektive Durchsetzung des Verbotes Parken in zweiter Reihe oder des Gebots für Rettungsgassen. All diese Debatten haben Sie von der Union nicht geführt. Nichts haben Sie für den Schutz von Radfahrerinnen getan. Aber jetzt, Frau Lindholz, wo Sie einen Weg sehen, den Tod einer Radfahrerin einer politisch aus Ihrer Sicht missliebigen Gruppe unterzuschieben, fahren diese Kampagne und diesen Antrag hier auf. Das ist durchsichtig und gleichzeitig schäbig. Um das klar zu sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Mihalic hat es auch schon zu Recht betont, Protest darf keine Menschenleben gefährden. Punkt. Da sind wir ganz klar. Aber man sollte auch nicht pauschal behaupten, dass er das tut, ohne die Fakten im Einzelfall zu betrachten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Mihalic hat es bereits ausgeführt, wenn man Ihrem Antrag folgen würde, dann würde jede angemeldete, legale, friedliche Demonstration, auch die Trecker-Demonstration, die Sie ausdrücklich unterstützt haben, in Sorge darum sein, ob nicht Sie haftbar gemacht werden für durch Sie blockierte Rechnungswege. Eine solch verfassungswidrige Einschränkung der Versammlungsfreiheit machen wir nicht mit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man die Union so hört, könnte man meinen, der Rechtsstaat sei ein Holzhammer, der bedrohlich über den Köpfen der Menschen schweben soll und sie quasi von politisch unerwünschtem Verhalten hindern soll. Das Gegenteil ist der Fall. Der Rechtsstaat muss vor Willkür und vor Übermaß schützen. Der Rechtsstaat muss für die Angemessenheit staatlicher Maßnahmen einstehen. Und im Rechtsstaat obliegt die abschließende juristische Bewertung von Handlungen Gerichten und nicht der Fraktionssitzung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Um es klar zu sagen, das Beschmieren der Glasscheibe vor einem Gemälde mit Kartoffelbrei finde ich unanständig, überflüssig, und es spielt natürlich mit der Sorge um dieses Kunstwerk. Es spielt mit den Ängsten der Menschen um ein unwiederbringliches Kunstwerk. Aber es ist keine Sachbeschädigung, weil es die Substanz eben nicht beschädigt, egal was Sie in Ihre Anträge schreiben. Und ob das Blockieren einer Straße im Einzelfall jedes Mal eine rechtswidrige Nötigung darstellt, Sie haben es selber gesagt, Herr Krings, das wird sehr unterschiedlich bewertet. Es gab Verurteilungen, es gab aber in der Tat auch Freisprüche. Insofern gilt, Frau Eichwede hat es gesagt, vertrauen wir doch dem Rechtsstaat, vertrauen wir der Justiz, unterstellen wir nicht dauernd, wie die Union das tut, dass sie zu milde Sanktionen verhängen würde, sondern stärken wir die Gerichte in ihrer Unabhängigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Klimaschutz ist nicht nur das Anliegen verschiedenster Aktivistinnen auf der Straße, sondern es ist ein Verfassungsauftrag. Das hat das höchste deutsche Gericht festgestellt. Wir nehmen diesen Auftrag an. Wir wollen ihn im parlamentarischen Wege mit demokratischen Mitteln hier voranbringen. Die Unionsfraktion ist herzlich eingeladen, ihre Blockadehaltung gegen den Klimaschutz aufzugeben und uns dabei zu begleiten. Aber wir werden notfalls auch ohne Sie voranstreiten und diesen Verfassungsauftrag, die Freiheitsrechte künftiger Generationen zu wahren und zu schützen. Dafür sind wir hier. Vielen Dank. Es ist überraschend laut geworden hier im Plenarsaal, als Helge Limburg gesprochen hat. Ingmar Jung spricht nun als nächstes. Er sitzt im Rechtsausschuss für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Klima ist das Megathema der Gegenwart und der nächsten Jahre. Wer politisch Erfolg haben will und glaubt, das ignorieren zu können, dort keine Lösung anzubieten, der braucht eigentlich gar nicht antreten. Ich glaube, da sind wir uns vollständig einig. Aber Herr Limburg, jetzt sage ich Ihnen auch, wenn Sie eben erklärt haben, die Union muss dafür ihre Blockadehaltung aufgeben, dann empfehle ich Ihnen doch dringend, nach meiner Kenntnis hat die Ampel eine Mehrheit in diesem Hause. Nutzen Sie doch die Mehrheit, die Sie haben, setzen Sie das durch, was Sie für richtig halten, und wir schauen dann mal am Ende der Legislaturperiode, was Sie erreicht haben. Darauf kommt es auf uns leider nicht an. Und meine Damen und Herren, ich möchte die sehr kurze Zeit nutzen, um auf zwei, drei Sachen vielleicht einzugehen, die hier von Kollegen gesagt wurde. Frau Eichwede, Herr Kuhle und auch noch Herr Limburg, Sie haben alle drei erklärt, Strafzumessung sei Sache der Gerichte und nicht der Politik.
Das ist völlig zutreffend. Deswegen sagt unser Antrag dazu auch kein Wort. Denn das Festlegen des Strafrahmens, das Festlegen der Gesetze, das ist Sache des Gesetzgebers. Genau das beantragen wir hier. Genau darüber wollen wir diskutieren. Und das werden Sie der ersten Gewalt in diesem Staate doch auch noch zugestehen. Bitte schön. Und Frau Bünger hat uns vorgeworfen, wir versuchen, die Diskriminierung politischer Meinungsäußerung durchzusetzen. Also das ist wirklich, Leute, das ist wirklich sowas von absurd. Es geht doch genau um das Gegenteil. Wir reden hier heute über Freiheitsrechte und die strafrechtlichen Grenzen derselben. Und in Rechtsstaaten, das unterscheidet uns gerade von Unrechtsstaaten, da sind Freiheitsrechte nur deshalb so viel wert, weil sie genau diskriminierungsfrei gewährt werden. Und das muss aber auch auf beiden Seiten gelten. Sie können in Deutschland Freiheitsrechte für alles in Anspruch nehmen. Sie können für jeden Unsinn demonstrieren gehen. Und wir entscheiden hier nicht, ob das Ziel richtig ist oder ob es uns passt oder nicht. Das ist nämlich der Unterschied zum autoritären Regime. Dann aber, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dann gilt auf der anderen Seite aber auch dasselbe. Dann müssen die staatlich gesetzten strafrechtlichen Grenzen auch völlig unabhängig vom Ansehen der Position und Ansehen der Person durchgesetzt werden. Ansonsten ist es nämlich keine diskriminierungsfreie Gewährung. Und genau darum geht es heute. Und meine Damen und Herren, Herr Fiedler hat uns dann auch, genauso wie Frau Eichwede vorher erklärt, Strafschärfungen, ja, es sind Strafschärfungen, schrecken keinen ab, führen sowieso nicht dazu, dass Straftaten nicht durchgeführt werden. Damit stellen Sie letztlich Strafrecht ganz grundsätzlich in Frage. Aber der schönste Widerspruch kam ja dann im nächsten Satz. Bei Umweltstraftätern ist das natürlich was anderes. Das ist doch genau die Diskriminierung. Es gibt gute Straftäter, schlechte Straftäter. Bei den einen brauchen höhere Strafen, bei den anderen nicht. Nein, für uns ist das ohne Ansehung der dahinterstehenden Position. Und wir sagen klar an der Stelle, wer Freiheitsrechte ausübt, der muss das unbeschränkt tun können, der hat den vollen Schutz des Staates verdient, der will übrigens auch nicht gemein gemacht werden mit den anderen, aber wer mutwillig, vorsätzlich die Grenzen überschreitet, der ist eben Straftäter und muss auch so behandelt werden und da müssen wir hinkommen. Herzlichen Dank. Frau Eichwede, heißt das Kurzintervention oder was heißt Ihre Meldung? Dann, Entschuldigung, gebe ich Ihnen das Wort für eine Kurzintervention. Ich habe mich, glaube ich, schon sehr lange gemeldet und wurde abgesehen davon in der Rede ja auch zweimal persönlich angesprochen. Deshalb wollte ich zunächst darauf eingehen, dass nach dem Antrag der CDU-CSU-Fraktion, sonst können Sie uns vielleicht noch mal hellen, ja offensichtlich eine Unzufriedenheit mit bisher durch Strafrichterinnen und Strafrichter verhängte Strafen besteht. Sonst würden Sie doch auch keine Notwendigkeit sehen, den Strafrahmen von unten anzuheben und eben zu Freiheitsstrafen Ihrer Meinung nach zu kommen. Ich glaube, ich habe dargelegt, dass das durch § 47 StGB auch nach Ihrem Antrag gar nicht möglich wäre, aber trotzdem wollen Sie da doch in die Kompetenzen und in die Strafzumessung der Richterinnen und Richter politisch eben entsprechend eingreifen. Wir sehen hier keine Notwendigkeit. Und die andere Sache, weil Sie auch hinsichtlich der Rede des Kollegen Fiedler gesagt haben, dass er sich hier selber widersprochen hätte, das hat er nicht, werte Kolleginnen und Kollegen. Wir haben einfach kein Unternehmenssanktionsstrafrecht in Deutschland. Das wollten wir schon lange durchsetzen. Das war mit Ihnen in der Großen Koalition nicht möglich. Von daher würden wir hier dem Strafrecht und dem Rechtsstaat eine weitere Möglichkeit geben, um gegen eines der größten Kriminalitätsfelder weiter vorzugehen. Herr Jung, möchten Sie reagieren? Bitte schön. Also zunächst, ich habe Ihre Meldung gesehen. Ich hätte Ihre Zwischenfrage auch zugelassen. Ich wurde nur nicht gefragt. Also es lag nicht daran, dass ich es nicht zugelassen habe. Zum Zweiten habe ich den Kollegen Fiedler nicht so verstanden, dass er vom Unternehmenssanktionsrecht gesprochen hat, sondern vom Umweltstraftaten. Sie haben von Umweltstraftaten, können wir gerne im Protokoll mal schauen, ob ich es richtig verstanden habe oder falsch. Dort haben wir Strafrecht und an dem einen Teil ist er davon ausgegangen, dass härtere Strafen helfen. Auf der anderen Seite ist er davon ausgegangen, dass sie nichts bringen. Nur das habe ich zitiert. Da können Sie anderer Auffassung sein, aber das war genau so eben in der Debatte.
Und zum Dritten wird die Frage oder die Behauptung, dass wir in die Strafzumessung eingriffen, ja nicht richtiger, wenn man sie wiederholt. Kein Teil unseres Antrags gibt Vorgaben für die Strafzumessung. Und es ist ein völlig neues Tatdelikt, ein Strafdelikt, dass wir, oder ein Phänomen, ein neues, das wir gerade erleben in den letzten Wochen. Und da muss es dem Gesetzgeber doch gestattet sein, darauf zu reagieren und andere Strafrahmen festzulegen. Nichts anderes macht unser Antrag an der Stelle. Und weil Sie jetzt zum zweiten Mal den 47 zitieren, ja, das ist ja völlig richtig. Aber genau deshalb sind wir doch auf die 3 Monate gegangen. Damit es ist uns doch auch klar, es entstehen noch Fälle, in denen der Tatbestand erfüllt ist, aber möglicherweise eine Freiheitsstrafe doch nicht gerechtfertigt ist. Damit lassen wir den Gerichten doch die Flexibilität. Wir haben intern ernsthaft darüber diskutiert, auf 6 Monate zu gehen. Dann greift er nämlich nicht mehr der 47 und haben aber bewusst die 3 Monate gewählt, weil wir damit am Ende auch noch die Fälle, in denen es nicht gerechtfertigt ist, ausschließen können. Deswegen ist es ja am Ende ein Kompromiss und eine flexible, pragmatische Lösung gewesen. Und deswegen verstehe ich nicht, warum sich dem nicht anschließen kann. Katrin Henning-Pla hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Zweck heiligt nicht nur nicht die Mittel. Mit dem falschen Mittel schadet man einem eigentlich ehrbaren Ziel sogar. Den Beweis dafür hat die letzte Generation wirklich eindrücklich angetreten. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, ich zweifle sehr, dass Populismus und Symbolpolitik hierauf die richtige Reaktion ist. Wenn es nicht nur um die schnelle Schlagzeile gehen soll, ist manchmal weniger mehr. Denn wir können sehr zuversichtlich sein, dass die Justiz auf das Phänomen Straßenblockade angemessen zu reagieren weiß. Entsprechende Straftaten müssen regelmäßig zur Anklage gebracht und abgeurteilt werden. Bei politisch motivierten Straftätern muss der Rechtsstaat klar und frühzeitig Grenzen aufzeigen. Wer wiederholt andere nötigt, der muss mit Freiheitsstrafen rechnen, und zwar auch ohne Bewährung. Die Landesjustizminister sollten deshalb klarstellen, dass Strafverfahren im Zusammenhang mit Straßenblockaden nicht wegen Geringfügigkeit oder gegen Auflagen und Weisungen eingestellt, sondern im Regelfall immer zur Anklage gebracht und abgeurteilt werden. Und auch bei der Abwägung der Verhältnismäßigkeit von Straßenräumungen wird die Polizei die durch die Blockade entstehende Gefahr für höchstrangige Rechtsgüter wie Leib und Leben Dritter nun stärker in ihre Entscheidung einstellen müssen. Das alles gilt es natürlich von Seiten der Politik eng zu begleiten. So sieht dann seriöse Rechtspolitik aus. Anders die Union. Liebe Kollegen von der Union, zugutehalten kann man Ihnen ja noch, dass Sie es in der letzten Minute geschafft haben, von der Idee des Präventivgewahrsams Abstand zu nehmen. Immerhin. Leider ist es aber auch das einzig Erfreuliche, das es zu Ihrem Antrag zu sagen gibt. Viele grundsätzliche Dinge sind hier in der Debatte ja schon genannt worden, aber auch handwerklich stimmt da bei Ihrem Antrag kaum etwas. 2 Beispiele. Sie wollen alle in Paragraf 304 StB genannten Gegenstände, Zitat, besser vor mutwilligen Beschädigungen schützen und dazu den Straftatbestand, Zitat, anpassen. In 304 StGB werden aber auch Gegenstände, die zur Verschönerung öffentlicher Wegeplätze oder Anlagen dienen, erfasst. Also mehrmonatige Freiheitsstrafen für den dummen Jungen, der erstmalig ein Herz in eine Parkbank ritzt, oder den, der aus Wut gegen einen Blumenkübel tritt. Ist das Ihr Ernst? Das traue ich Ihnen eigentlich nicht zu. Sie wollen § 315b StGB so anpassen, dass die Täter bereits dann bestraft werden, wenn eine Blockade nur schon abstrakt dazu geeignet ist, Leib und Leben eines Menschen zu gefährden. Ja, liebe Union, in welchem Fall einer Demonstration ist es nicht theoretisch denkbar, dass ohne die Demo weniger Stau bestünde? Nach Ihren Vorstellungen wäre die bloße Teilnahme an den bereits angesprochenen Bauerndemos im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten zu bestrafen. Dass das Bundesverfassungsgericht das in der Abwägung mit dem Versammlungsrecht wohl ohnehin nicht mitmachen dürfte, das lasse ich jetzt mal außen vor. So weit haben Sie nämlich wohl ohnehin noch nicht gedacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir müssen der sogenannten letzten Generation entgegentreten. Dazu aber gibt das geltende Recht viel Spielraum. Dieser muss genutzt werden. Wir brauchen Konsequenz, keinen Aktionismus. Vielen Dank. Konsequenzen, kein Aktionismus erfordert Katrin Helling Pla. Und das lassen wir mal so stehen. Matthias Helfferich ist fraktionslos, deswegen hält sich auch der Applaus in Grenzen. Und schon am Rednerpult. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem heutigen Antrag versucht die CDU-CSU zumindest vorzugeben, ihre Wurzeln als Law-and-Order-Partei wieder zu entdecken. Selbstverständlich nicht ohne zuvor einen Kniefall vor dem grünen Zeitgeist zu machen. Straßenblockierer und Museumsrandalierer, der linkskriminelle Protest kann auf das Wohlwollen von Ihnen allen, dem politmedialen Establishment, vertrauen. Das wissen auch CDU und CSU und winseln daher, gebrochen von der grünen Übermacht, radikaler Klimawahn ja, aber doch bitte innerhalb rechtsstaatlicher Grenzen. Das Problem liegt derweil ganz woanders. Es ist die Verschiebung rechtsstaatlicher Maßstäbe in diesem Land. Würden die Straßenblockierer und Museumsrandalierer gegen die anhaltende Massenmigration und für den Erhalt ihrer nationalen Identität demonstrieren, würde das Establishment geeint nach Verfassungsschutz, SEK und Antiterrorismusmaßnahmen rufen. Das taten sie zum Beispiel alle bereits, als patriotische Aktivisten die CDU-Parteizentrale besetzten, das Brandenburger Tor erklommen oder Banner am Kölner Hauptbahnhof niederließen. Friedlicher Protest von rechts wird von Ihnen allen kriminalisiert, linkskrimineller Protest gezielt verharmlost. Eine Luisa Neubauer musste nie mit der Kündigung ihres Kontos bis zur Vernichtung ihrer sozialen Existenz rechnen. Corona-Maßnahmenkritiker oder Kritiker der Massenzuwanderung müssen dies in diesem Lande regelmäßig. Der radikale Klimaprotest wähnt sich sicher an der Seite der Mächtigen. Sie wissen, dass mancher Richter ihre Straftaten bereits durch § 34 StGB gerechtfertigt sieht. Begrüßenswert ist, dass die CDU-CSU versucht, sich selbst wiederzufinden. Peinlich ist, dass sie sich in der Vergangenheit bei der Diffamierung konservativer Aktivisten oder friedlicher Spaziergänger in einen Überbietungswettbewerb mit all jenen linken Kräften begeben haben, die sie heute versuchen, zaghaft zu kritisieren. Vielen Dank. Und da gibt es dann doch ein bisschen Applaus aus der ehemaligen Fraktion von Matthias Helfferich, der AfD-Fraktion. Nächster Redner ist Robin Mesarosch, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich werde oft wütend, richtig wütend, wenn ich Auto fahre. Da reicht es, dass jemand meine Spur schneidet oder noch schlimmer 90 fährt. Und dann werfe ich in meinem Auto schlimmste Beleidigungen um mich rum. Sollte sich jemand auf die Straße kleben vor meinem Weg, wenn ich zur Arbeit muss, ich werde richtig ausrasten. Und wenn Rettungswegen da behindert werden, kann ich verstehen, das wird noch gefährlicher. Also ich verstehe jeden, der da wütend ist. Auch wenn sich bei mir gar niemand auf die Straße klebt, ehrlich gesagt. Was ich aber nicht verstehe, ist, wenn Parteien versuchen, Wut auszunutzen, weil sie damit Stimmen sammeln wollen. CDU und CSU beantragen heute höhere Strafen für Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Ich will Ihnen erklären, warum das auch für Sie gefährlich ist. Erstens, die Kriminalwissenschaft sagt ganz klar, diese Erhöhungen schrecken nicht ab. Bei höheren Strafen kriegen wir oft höhere Rückfallquoten. CDU und CSU würden unser Land damit nicht sicherer machen, vielleicht sogar unsicherer. In den USA sind viel, viel, viel mehr Leute im Gefängnis als in Deutschland. Aber Deutschland ist das deutlich sicherere Land. Haftstrafen sind oft die falsche Stellschraube. Verstehen Sie mich richtig, wer unsere Straßen blockiert und Kunstwerke beschädigt, muss bestraft werden. Aber dafür haben wir schon angemessene Strafen. Wenn wir in unser Strafrecht jetzt politisch eingreifen, kann es am Ende für uns alle gefährlich werden. Bayern hat vor 5 Jahren ein gefährliches Gesetz eingeführt, um islamistische Gefährder 2 Monate in Präventivhaft zu nehmen, also um Straftaten im Vorhinein verhindern zu wollen. Wir haben dagegen demonstriert und mussten uns anhören, ihr nehmt Terroristen den Schutz, das ist unverschämt. Inzwischen sitzen in München junge Klimaaktivistinnen und Aktivisten in dieser sogenannten Präventivhaft, die doch eigentlich für islamistische Terroristen gedacht war. Bayern will ein Zeichen setzen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was wäre, wenn
die Herren von der AfD eine Landesregierung stellen, wer da weggesperrt würde. Lassen Sie mich ganz deutlich sagen, die letzte Generation tut falsche, rechtswidrige und gefährliche Dinge. Aber in Deutschland dürfen wir nie wieder Leute wegsperren, nur weil es den Mächtigen politisch hilft. Das muss ganz klar sein. Die CDU will heute auch ein Zeichen setzen. Sie seien der Schutzwall vor den Chaoten. Dabei bringen Sie das Chaos in den Rechtsstaat. Im letzten Winter sind bei mir in der Gegend die Montagsdemos aus dem Ruder gelaufen. In Albstadt standen dann unangemeldete Querdenker-Demos auch in den Rettungszufahrten des Krankenhauses. Wo waren die Forderungen nach Strafverschärfung da? Oder wo waren die Forderungen nach Strafverschärfung, als die Flüchtlingsheime brannten? Oder anderes Beispiel, wir hatten über 13.800 schwere Verkehrsunfälle letztes Jahr in Deutschland, weil Leute mit Rausch im Kopf Auto gefahren sind. Keine Kampagne der CDU da. Kann es sein, dass es sich im Bierzelt einfach besser gegen Klimaschutz als gegen Alkohol hetzen lässt? Anderes Beispiel. Alle 4 Minuten wird in Deutschland jemand Opfer von Gewalt zu Hause. In fast allen Fällen sind das Frauen. Hier häufen sich die Verbrechen. Was macht Ihr CDU-Vorsitzender? Bei seiner Parteitagrede erwähnt er diese Gewalt mit keiner Silbe, findet aber 2,5 Minuten Zeit, um über das Gendern zu philosophieren. Anderes Beispiel. Sie hetzen seit 2 Wochen gegen das Bürgergeld und wollen, dass Leute, die gerade ihren Job verloren haben, härtere Vorschriften bekommen. Viele von Ihnen hetzen dagegen, dass Leute, die nichts haben in dieser Krise, 53 Euro im Monat mehr bekommen. Aber wo Millionäre Milliarden Euro an Steuergeld hinterziehen, jedes Jahr rechtswidrig, Geld, das wir für Straßen, Schulen und Krankenhäuser bauen, da gibt es keine CSU-Facebook-Post gegen die Millionärs-AAF. Liebe CDU, Sie bekämpfen nicht das Chaos, Sie schaffen hier Chaos. Lassen Sie mich bitte mit 2... Möchten Sie die Zwischenfrage zulassen? Also gut. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe nur eine Frage. Bleiben Sie dabei, dass die Union gegen das Bürgergeld hetzt? Ja. Frau Lindholz. Also, ich hatte ja schon geantwortet, ja, damit das war die haben Antwort. Wir das okay, geregelt. Das, alles klar, dann können Sie sich auch setzen, wunderbar. Gut, wenn es immer so schnell ging, lassen Sie mich mit 2 Bitten enden. Erstens an alle, die zuschauen, ich verstehe, dass CDU, CSU da und AfD... Da gibt es noch eine Zwischenfrage, wollen Sie die auch noch zulassen, bevor Sie... Nö, ich glaube, so schnell kommen wir okay. Nicht mehr durch. Ich verstehe, dass CDU, CSU und AfD ihre Wut manchmal in den Bundestag besser transportieren als wir. Wir teilen Ihre Wut, aber wir finden, der Bundestag, wo Gesetze entstehen, ist vielleicht der falsche Ort für Wut. Wo wir aus Wut unsere Justiz beeinflussen, schaffen wir Chaos. Und ein chaotischer Rechtsstaat kann auch Sie gefährden, auch wenn Sie gar nichts tun. Und nicht nur die CDU und CSU handeln aus Wut, sondern die sogenannte letzte Generation auch. Es ist in beiden Fällen falsch und es ist dumm, Leute wütend auf den Klimaschutz zu machen, wo wir die Zustimmung brauchen. Seien Sie klug. Ich klebe meine Hand nirgends fest, sondern hebe sie im Bundestag für die größte Reform des erneuerbaren Energiengesetzes der Geschichte. Der Rechtsstaat braucht keinen CDU-Populismus, der Klimaschutz braucht keine Straßenblockierer. Lassen Sie die Wut im Bauch und uns Probleme wieder mit dem Kopf lösen. Haben Sie vielen Dank. Robin Meser-Rosch hat hier auch deutlich die Union angegriffen. Direkt darauf antworten kann nun Christiane Schenderlein, wenn sie möchte. Sie sitzt für die Unionsfraktion im Ausschuss für Kultur und Medien. Ach, aber zuerst gibt es noch eine Kurzintervention aus der AfD-Fraktion. Für das Zulassen der Kurzintervention wäre auch nett, wenn der Kollege dann zuhört. Was in der Debatte allgemein, insbesondere bei den Rednern der Schuldenkoalition, aufgefallen ist, dass sie überhaupt nicht die Bedeutung des Rechtsstaates und von Gesetzen, auch bei Herrn Fiedler, erkannt haben. Ja, sie können sich natürlich um die Täterwelt und die Tätermotive, und es sind hier Straftäter, kümmern. Aber ich glaube, unser Rechtssystem und unser Rechtsstaat sollte auch eine andere Wirkung noch entfalten für die vielen Menschen da draußen, die rechtschaffend sind, entsprechend auch das Versprechen einlösen, dass der Staat für Recht
und Ordnung in diesem Lande sorgt. Sie kümmern sich wie immer in der linken Szene ausschließlich um die Täter und suchen jeden Grund und jedes Motiv, ihn zu entschuldigen. Das hat man bei Ihnen auch gehört. Aber die Menschen, die betroffen sind, und das, wir sind ja gerade in der Themenwoche, was hält ein Land zusammen? Dann sind das gemeinsame Normen. Und dass ein solches rechtswidriges Verhalten für die Menschen, die hier alle von der CDU/CSU eben genannt worden sind, auch von unseren Rednern, sanktioniert werden muss. Und selbstverständlich, wenn Sie aufgeben, dass Strafen Abschreckung haben sollen oder keine Abschreckung entfalten sollen, dann packen Sie doch gleich ein. Das ist eine Kapitulation. Selbstverständlich, und dann ist in unserem Staat etwas falsch, müssen Strafen und der Rechtskatalog auch abschreckend wirken. Wenn Sie das aufgeben, meine Damen und Herren, dann lösen Sie den Rechtsstaat und das Vertrauen in die Gerichte, wie es die Kollegin von der SPD wunderbar vorgemacht hat, auf. Und deshalb kommen die Anfragen und die Umfragen zustande, dass die Menschen da draußen das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren haben. Und die müssen wir wieder erreichen. Und das lassen Sie hier in Ihren Betrachtungen völlig außen vor. Und da bin ich wirklich entsetzt. Möchten Sie antworten? Das ist nicht der Fall. Dann gebe ich jetzt das Wort an die Kollegin Dr. Christiane Schendelein für die CDU/CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tomatensuppe auf Van Gogh, Kartoffelbrei auf Monet, das ist leider kein kreativer Titel eines Kinderbuches. Nein, das sind reale Bilder, die wir in den letzten Wochen ertragen mussten und die nicht nur bei Kunstliebhabern für Entsetzen gesorgt haben. Sogenannte Klimaaktivisten werfen ausgerechnet mit Lebensmitteln auf wertvolle Kunstwerke. Und diese Attacken, diese Angriffe sind Angriffe auf unser kulturelles Erbe. Das ist kein Aktivismus, das ist Vandalismus. Und ich möchte dafür auch die juristische Definition zitieren. Kulturvandalismus ist die mutwillige Zerstörung oder Beschädigung von Kulturgütern. Im weitesten Sinne ist damit jede Art von Handlung gemeint, die mit Vorsatz oder Billigung dazu führt, dass Kunstwerke Schaden nehmen oder unwiederbringlich zerstört werden. Und die Angriffe sind eben vorsätzlich und sie nehmen die Beschädigung von Kunstwerken in Kauf. Und deshalb sind diese Menschen keine Aktivisten, sondern Kulturvandalen. Sie begehen Straftaten und diese müssen mehr Folgen haben als eine verbale Empörung und marginale Geldstrafen. Hier muss der Rechtsstaat konsequent reagieren und mit unserem Antrag wollen wir ihm genau dafür die notwendigen Instrumente an die Hand geben. Sich morgens aus Protest gegen Lebensmittelverschwendung auf die Straße kleben und nachmittags dann mit Lebensmitteln auf Gemälde werfen, das ist verrückt. Bisher gab es einen gesellschaftlichen Konsens, dass unser nationales Kulturerbe und Weltkulturerbe geschützt werden muss. Und dieser wird mit Radikalität aufgekündigt. Der Deutsche Museumsbund hat zu Recht von einer Instrumentalisierung gesprochen und bereits angekündigt, dass mehr Sicherheit und Personal notwendig sind. Aber wer soll das bezahlen? Diese Kunstwerke, Meisterwerke gehören zu unserem Kulturerbe. Und es sind Erbstücke, so wie in einer Familie. Da gibt es auf der einen Seite den materiellen Wert, gemessen in Euro. Aber diese Werke haben einen unschätzbaren ideellen Wert, weil sie uns erzählen, woher wir kommen und wer wir sind. Die letzte Generation bezeichnet sich selbst als Überlebenswille dieser Gesellschaft. Doch wir brauchen auch unsere Kultur, unsere Identität zum Überleben. In der Präambel der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut von 1954 steht die Überzeugung, dass jede Schädigung von Kulturgut, gleichgültig welchem Volke es gehört, eine Schädigung des kulturellen Erbes der ganzen Menschheit bedeutet. Eins steht abschließend fest. Möchten Sie noch eine Zwischenfrage zulassen? Ich bin schon beim letzten Satz. Abschließend steht fest, mit dem Angriff auf unsere Kultur werden wir die Welt auf keinen Fall retten. Vielen Dank. Damit gebe ich Lukas Benner das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Das war eine in Teilen skurrile Debatte.
teilweise unerträgliche Beiträge von dieser Seite, aber noch skurriler ist Ihr Antrag. Wenn wir uns einmal anschauen, dass Sie den größten Blödsinn, nämlich die Wiederholungsgefahr und damit die Präventivhaft zum Glück herausgestrichen haben, macht das leider den restlichen Antrag nicht besser. Und ich glaube, es ist selbst Ihren eigenen Leuten peinlich, wenn wir uns angucken, wer öffentlich sagt, dass das, was Sie hier fordern, nicht angemessen ist. Schauen wir uns den Kern an. Im Kern fordern Sie die Erhöhung von Freiheitsstrafe. Das ist rechtspolitisch Unsinn, und da verweise ich vor allen Dingen auf meine Vorrednerinnen und Vorredner von der SPD, die sehr schön ausgeführt haben, dass vor allen Dingen kurze Freiheitsstrafen völlig wirkungslos sind. Aber es ist auch rechtsdogmatisch Unsinn. Ich verweise wieder auf Frau Kollegin Eichwede, die sehr schön den 47.1 StGB hier vorgeführt hat. Aber schauen wir uns doch einmal an, welches Regelbeispiel Sie bei 240, also der Nötigung, hier fordern. Sie schreiben in Ihrem Antrag, dass ebenso Täter bestraft werden sollen, die eine große Zahl von Menschen durch ihre Blockade nötigen, etwa dann, wenn es durch die Blockaden im Berufsverkehr zu langen Stau kommt. Das bedeutet, Sie wollen Menschen härter bestrafen, die ohne irgendjemanden zu gefährden lange Staus verursachen. Der Gesetzgeber ist auch an das Schuldprinzip gebunden. Das heißt, auch wir als Gesetzgeber müssen dafür sorgen, dass eine der Tat angemessene Strafe verhängt wird. Schauen wir uns doch einmal an, wo man sonst 3 Monate bis 5 Jahre Haft verhängt. Das ist zum Beispiel sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Gefangenenmeuterei. Wollen Sie ernsthaft sagen, dass wir denselben Strafrahmen für das Herbeiführen von Staus brauchen? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Das ist völlig unverhältnismäßig. Meine Damen und Herren, ich habe in den letzten Tagen immer wieder zu diesem Thema gehört, wir brauchen die volle Härte des Rechtsstaats. Es muss mit voller Härte durchgegriffen werden. Dem Rechtsstaat immanent ist, dass er für alle gleich gilt. Und zwar allein auf Basis von Recht und Gesetz. Das mag langweilig klingen in der politischen Debatte, aber es ist doch genau der Kern. Der Rechtsstaat ist ein Rechtsstaat und er kennt keine volle Härte. Das Strafrecht ist das schärfste Schwert, was wir hier zur Verfügung haben. Und man schwingt es nicht je nach Stimmung im Bierzelt und man schwingt es nicht, wenn es einem gerade passt. Denn wenn das Strafrecht zum Spielball für politischen Aktionismus wird, dann ist das ein Schritt zur Willkür. Vielen Dank. Lukas Benner war hier der letzte Redner in der Debatte zum Antrag der Unionsfraktion, die hier fordert, für Personen, die die Straße blockieren oder im Museum, wie es doch häufig vorgekommen ist oder in letzter Zeit vorgekommen ist, Kunstwerke beschmutzt haben, dass es für die härtere Strafen geben soll. Dieser Antrag wird jetzt an die entsprechenden Ausschüsse überwiesen.